Terra Vulcania. Das Weinfest im steirischen Vulkanland begeistert schon seit Jahren die Genießer der heimischen Kulinarik. Denn das Vulkanland und der Wein gehören ganz einfach zusammen. Hauptdarsteller sind natürlich die Winzer und ihre Weine. Die traumhafte Kulisse für die Weinemotion St. Anna am Aigen. Wir sind hier mit diesen 5 Gruppierungen im Zentrum des steirischen Vulkanlandes und es ist ein überregionales Fest, ja, und das muss man sagen, und das funktioniert auch nur überregional. Ja. Es sind wirklich all die wichtigsten 5 Weingruppierungen des Vulkanlandes dabei und alleine würde man das in St. Anna oder in Dieschen oder in Straten nie schaffen, ja, dass wir wirklich über die Grenzen hinaus so ein tolles Fest machen. Bei Terra Vulcania wird der ganze Ort zur Bühne für Musik und Genuss und jeder findet sein Lieblingsplatzerl im wunderschönen St. Anna am Aigen. Auch internationale Gäste entdecken die Region und verbringen hier ihren Urlaub. Das Terra Vulcania Fest ist das größte Weinfest in zukünftigen Thermen- und Vulkanland Steiermark. Das darf ich jetzt schon ein bisschen vorwegnehmen. Und wir sind da ganz stolz, dass das Fest eigentlich in St. Anna stattfindet. Zukünftig für die Kulinarik und der Wein ist eigentlich unser Schwerpunkt auch im touristischen Sektor. Also da bauen wir stark drauf und die ganzen Tourismusregionen in der Umgebung. Und wie gesagt, mitten der Vulkania sind wir sehr stolz, dass wir da ein bisschen was weitergebracht haben. Das Ortszentrum von St. Anna verwandelt sich in ein einzigartiges Festgelände, wo man die pure Lebensfreude mit der ausgezeichneten regionalen Kulinarik und den edlen Weinen der Region voll auskosten kann. Die wunderschöne Aussicht laden zum Verweilen und Träumen ein. Ja, nicht nur rund um den Wein, auch sondern mit dem Wein. Wir haben den Radtourismus in Zukunft, also mit Bad Rackersburg, Bad Gleichenberg und vor allem den Wandertourismus setzen wir schwer in den Mittelpunkt. Und natürlich ist sehr wichtig auch für uns die Kulinarik, die gemütlichen Buschenschenk. Was die meisten Leute nicht wissen jetzt, da muss man da sagen, wir sind einer der vielfältigsten Gegenden in ganz Österreich. Von der gehobenen Gastronomie, von der Haubenküche bis zum gemütlichen Buschenschenk alles bietet. Die Gäste ließen sich durch ein aufziehendes Gewitter nicht beeindrucken. Die Sturmböen sorgten höchstens für zusätzliche Dramatik. Trotz allem fand der Einzug der Winzer, angeführt von den Trommlern von Pura Energia, statt. Und der Vulkan zeigte seine feurige Kraft. Terra Vulcania. Das Weinfest in St. Anna am Aigen hat gezeigt, welche Kraft in der Region, den Menschen und im Wein steckt.